Und damit hallo und herzlich willkommen zurück. Wir müssen den Sender wechseln. Wir müssen in Downtown Radio reingehen mal. Ich glaube, ich habe noch nie alle Sender gehört. Und guck mal, das lohnt sich schon so langsam hier. Also das ist schon wirklich gut, diese Ausfahrten, die man hat. Das ist schon nicht schlecht. Und hier hinten, ich denke, das wird mittelfristig auch mehr angenommen. Das dauert immer ein bisschen, aber man sieht, so ein bisschen Verkehr ist hier ja schon. Und dann würde ich fast sagen, wir haben hier so einen tollen Wald gebaut. Wie gesagt, da werden wir auch schön Wanderwege durchmachen. Da gucken wir mal. So Parkgebiet draus machen oder so. Wir schauen mal. Würde sich anbieten, aber ich würde hier gern die Autobahn auch durchmachen. Die können wir noch nicht machen, weil wir noch Einwohner brauchen. Und Einwohner brauchen wir zufällig auch gerade. Das hört sich irgendwie komisch an, aber gut, so ist es halt. Okay. Dim, dim. So. Mist, einen zu weit wieder mal. Ich überlege, muss man zwingend immer einen Ausgang haben? Ich glaube ganz ehrlich, man kann hier auch sowas machen. Was ist denn das für eine Straße? Wir gucken mal. So, und da können die dann wenden. Das passt schon. Es muss ja nicht immer... Ne? Ihr wisst schon. Das teure Gute sein. Ja, ÖPNV können wir übrigens auch bald mal anfangen. Der Vorteil ist, dass wir hier die fetten Straßen genommen haben. Das heißt, hier können wir auch gut die Schienen drauf bauen. Das ist genau der Grund, warum ich da so vorgegangen bin. Ich meine, wir haben noch keine Verkehrsprobleme, aber die werden ziemlich bald kommen. Und dann ist es natürlich ganz gut, wenn wir da vorbereitet sind. Oh, ist die Frage aller Fragen. Ja, ist die Frage aller Fragen. Wie kommen wir da hin? Das war nicht so klug. Hey, Zellron! Es wurde gesagt, du bist nicht so klug. Mist, jetzt ist es raus. Why? Wie mich das nervt, dass er das immer wieder dahin stellt. Okay, also das würde weggerissen werden. Ich denke mal, so kann man das machen. Dann kann man das hier auch noch ein bisschen bebauen. Mit Zellron, du bist ja voll der Fuchs, ey. Ja, hier würde ich aber nur sowas hinmachen. Ja, Wohnung. Wo bauen wir jetzt noch Wohnungen? Hier hinten gibt es ein Wasserproblem. Problem gelöst. Da wir jetzt so verwinkelt hier überall bauen mittlerweile, ist das mit den Wohnungen gar nicht mehr so einfach. Müssten wir die hier nehmen?
So, ich denke, das kann man so anbieten. Jetzt für den Anfang vielleicht nicht das Schönste. Sehr gut, da war ich jetzt gerade konzentriert. Concentration Zone. Concentration. Okay. Ja, da ist es natürlich nicht so richtig geil, aber es gibt natürlich auch Häuser an der Autobahn. Da fällt mir ganz besonders Berlin ein. Und wie gesagt, solche Sachen, wie dass diese Straße hier dann wegknickt und so, die bringen Abwechslung in die Stadt. Die lassen sie generisch nachher wirken. Solche Straßen hier zum Beispiel sind ganz okay, aber die müssen irgendwann enden, weil ansonsten hast du so eine endlos lange Straße. Wie gesagt, wie man das in Barcelona oder in den USA hat, in zum Beispiel Washington oder so, sieht halt einfach nicht cool aus. Na, das ist ja hier schon viel generischer und sieht viel schöner aus, dieser Abschnitt hier. Als der erste Abschnitt. Und das ist das, was ich eingangs an Anfang der ersten oder zweiten Folge gesagt habe. An Anfang baut man halt wirklich ja, nach dem Kastensystem und kann dann umswitchen. Man kann natürlich von Anfang an so schön hier bauen. Wobei das auch alles Betonwüsten sind, wenn man ehrlich ist. Aber es ist halt eine Stadt. Ja, ist auf jeden Fall sieht es schöner aus fürs Auge. Nur das Problem ist, es dauert länger, bis du da vorankommst. Guck mal, was für Kohle wir jetzt machen. Sensationell. Sehr gut. Schweine. Ja, dann haben wir jetzt hier eigentlich alles. Jetzt müssten wir nur mal gucken. Tierproduktion läuft auch an, sehr gut. Mehl fehlt uns. Wir haben zwar das, aber es fehlt uns hier. Aber guck mal, was wir Minus machen, ne? Das ist schon ein bisschen Luxus. Uns fehlen aber nur die Mitarbeiter. Die sind das Problem. Wir werden aber jetzt gleich die nächste Stufe erreichen. Von den produzierten Rohstoffen sind wir jetzt schon, ja, up to date. Guck mal, was wir hier haben. Getreidemühle können wir machen. Sehr gut. Bäckerei. Sollten wir auch machen. Und die Unterkünfte. Haben wir eigentlich den Sender gewechselt? Ich bin mir nicht so sicher. Downtown Radio. Haben wir den gewechselt? Ich lasse den jetzt nochmal. Ich weiß es nicht. Wir müssten danach Campus Radio, das hatten wir. Dann Coast to Coast, okay. Din, din. Unterkünfte, wir gucken mal. Getreidemühle, ja, könnten wir hier hinsetzen. Und dann war es das mit dem Geld auch. Nicht genügend Geld. Haben wir gleich. Einen würde ich hier gerne noch hinsetzen. Na los, komm! Sehr gut. Wir sind pleite. 58 Euro haben wir noch. Krass, ne? Okay, aber das läuft jetzt. Und hier wird auch die Produktion richtig anlaufen. Guck mal, 84 Tonnen Nutzpflanzen werden verarbeitet. Aktuell gehen sie rein in den Verkauf. 73 Tonnen, der Rest ist wohl Verluste. Das werden wir aber zum Mehl noch verarbeiten. Und dann hoffentlich mehr Gewinne machen. Müssen wir mal gucken. Die Tonnen müsste man ausrechnen und schaut euch das mal an. Also wir haben nur Arbeiter, die fehlen. Ansonsten wären wir schon nächste Stufe. Bam. Und hiermit kann man richtig Geld machen mit dieser Sache. Die wird uns recht beruhigt schlafen lassen.
Guck mal, Nutzpflanzen kommen rein, Mehl kommt raus. Nicht schlecht. Arbeitseffizienz 110. Ja gut, wir schauen mal. Wir behalten das so ein bisschen im Auge. Kann wie gesagt nicht schaden, wenn die Effizienz hier steigt, steigt auch der Kontostand. Und hier sind schon recht viele, die hier langsam runterfahren. Also wie gesagt, ich glaube, diese Ausfahrt hat sich schon gelohnt. Das ist schon nicht schlecht. Und wir müssten mal gucken. Also wie gesagt, ich könnte mir vorstellen, die Stadt wirklich hier hinter zu machen und dann durch Wege eher als durch Straßen zu verbinden. Das wäre eigentlich ganz cool. Die Frage aller Fragen. Die Mutter aller Fragen. Einbahnstraße. So, sagen wir mal hier. Sagen wir, wollen wir so einen großen Bogen machen. 40. Und 40. Ich weiß nicht, ob das der Winkel perfekt ist zur anderen Straße. Wahrscheinlich nicht. Wahrscheinlich eher so. Ich weiß es nicht. Jetzt müssten wir gucken. 35. Das geht nicht. Das ist nämlich 21, haben wir gerade gesehen, ne? 26. So, was haben wir hier? 35. Wir müssen auf 26. Das heißt, 9 müssen wir noch so bauen. 9 müssen wir so bauen. Und da müssten wir jetzt ja eigentlich 26 und 26 haben. Nicht genügend Geld. Okay, das ist ein Argument. Da habe ich keine Chance. Da muss ich zustimmen. Die Temperatur fällt. 26 Grad. 23 Euro. Ich glaube, wir hatten schon ewig nicht mehr so wenig. So, und jetzt müssen wir nur die Wasserleitungen ziehen. Die sind zwar recht günstig, aber immer noch zu teuer. 53 wieder. Ja, wir könnten die Steuern erhöhen, aber das will ich ehrlich gesagt gar nicht. So, wir ziehen das mal einmal hier komplett durch. Müssen, wie gesagt, natürlich dafür sorgen. Strom haben wir übrigens zu viel. Das sollten wir auch mal runter machen. Das ist natürlich Humbug, dass wir das hier so hoch laufen lassen. So, da sehen wir es. Alles läuft gut. Jetzt müssen wir die Wasserleitungen weiterführen. Sehr gut. Da müssen wir ein bisschen warten, aber gut, kommt schon noch. Diese Müllstatistik kann eigentlich weg, die interessiert gerade nicht. Ja, und auch diese Straße ist wieder so ein generisches Objekt, ne? Wie gesagt, wir müssen mal gucken, wie wir das machen. Wir werden hier auch bald Straßenbahnen schon bauen. Wie gesagt, wir haben noch nicht das Mega-Verkehrsproblem, aber wir werden mittelfristig jetzt aufrüsten, die Städte größer machen. Und dann werden wir ins Verderben laufen, wenn wir da nicht vorbereitet sind. So, hier ist alles in Ordnung. You have to look outside the box and into another box. Schön brav Steuern zahlen, liebe Bürger. Herzlich willkommen. Öffnet euer Portemonnaie. Truly is the greatest box of all. Tune in every Wednesday at 8 for this once in a week time television event
Ja, schön, also es wird wirklich genutzt, sehr schön. Und hier fahren auch ein paar Autos lang, das ist auch sehr schön. Das ist sogar doppelt schön, weil das bedeutet, dass die auch hier mehr runterfahren, weil das wurde mir auch zu wenig genutzt, ehrlich gesagt. Dafür war es zu teuer einfach, als dass ich das so akzeptieren konnte. Ich werde übrigens mit der Straßenbahn anfangen. Ich werde mit der Straßenbahn anfangen, weil ich es ganz cool finde. Und würde dann hallo, Kreuzfahrtschiff. Und würde dann halt kann ich ja überhaupt nicht bearbeiten. Jetzt aber. Kapazität, okay. Aber für ein Kreuzfahrtschiff schon wenig, ne? Würde ich schon sagen, wie viel gehen da rauf? Locker 500, oder? Also, das ist ja für ein Kreuzfahrtschiff Pillepalle. Ich weiß nicht, ob wir es später brauchen, ob die hier andocken, da mehr Leute kommen. Müssen wir mal gucken. Boah, mit diesem Hügel hier und diesem Wald finde ich echt cool. Vielleicht machen wir hier so noch so ein, zwei Wälder am Rand irgendwie hier durch den Zug oder so. Müssen wir mal gucken. Zwischen den Wäldern quasi und darum dann Brickswood. Die Stadt ist quasi mit einem dünnen Wald verbunden. Vielleicht machen wir immer so dünne Schneisen auch, die dann ein ganzes Waldgebiet wieder neu erkunden, gründen, meine ich. Da müssen wir mal gucken. Wie schaut's denn hier aus, mein Freund? Ja, Mehl, 5 Tonnen, okay. Es dauert halt, ne? Es dauert. Aber die Arbeiter steigen und wie gesagt, hier ist kein Problem. Nächste Stufe ist, ja, wird kommen. Und hier kann ich mir sogar vorstellen. Was, Zeron, du kannst dir was vorstellen? Ja. Ich kann mir vorstellen, die Folge zu beenden. Es ist Wahnsinn, wie die Zeit vergeht. Ne? Ich könnte locker wieder halbe Stunde Videos oder länger aufnehmen. Ja. Dann danke ich mal, dass ihr eingeschaltet habt. Ja, und würde sagen, wir sehen uns in der nächsten Folge, dann morgen. Und ja, allen, die einen Daumen hoch gegeben haben, Dankeschön, Dankeschön. Und bis zum nächsten Mal. Euer Zeron, gehabt euch wohl.